Hallo bei Kleinen Umgebung. Ich begrüße Sie heute zu unserer Sendung 37 ab dem 15. September 2018. Die Schüler der Regionalen Schule am Schwäner See in Bad Klein produzieren das Fernsehprogramm für die verschiedenen Netze sowie für das Internetfernsehen. Unsere Sendung ist von Sonnabend bis zum darauffolgenden Sonnabend auf diesem Kanal laufend zu sehen. Die Sendungsgenehmigung hat der Heimatverein Bad Klein e.V. Heute bin ich, Leonie Kastan, für den Inhalt der Sendung verantwortlich. Die Kamera und der Ton waren in der Verantwortung von Polina und Julia. Was haben wir heute im Programm? Bad Klein vor Ort. Mit den verschiedenen Berichten aus der Region. Aber jetzt erstmal zu den Informationen aus der Region. Die Notfalltelefonnummern vom Kabelnetzbetreiber Bad Klein, des Zweckverbandes Wismar und der WEMACOM in Schwerin. Zweckverband Wismar. Zweckverband Wismar. Jetzt sehen Sie Berichte aus Bad Klein. Produziert und bearbeitet wurde es von der Arbeitsgemeinschaft Fernsehen der Regionalschule am Schweriner See in Bad Klein. Ich berichte heute aus der Bibliothek in Bad Klein. Die ist ein Grundteil von der Grundschule. Und ich sitze hier auf dem Sofa, wie es bei dem Norddeutscher Rundfernsehen ist. Kann ich? Hier auf dem roten Sofa habe ich sitzen einmal die Liz und einmal die Lena. Wie findet ihr hier die Bibliothek? Also die Bibliothek ist hier ganz super. Da kann man gut lesen und Bücher ausleihen auch. Wie findest du die Bibliothek? Ich finde das hier schön, weil hier gibt es verschiedene Bücher und Filme auch auszuleihen. Seid ihr hier in der Mittagspause sehr oft in der Bibliothek? Ja, ich bin hier sehr oft in der Bibliothek. Hier kann man auch schön chillen und sich gemütlich machen und Bücher lesen. Okay, und wie ist das bei dir? Ich bin hier auch sehr oft, weil es hier sehr bequem ist. Und hier kannst du dich halt auch ausruhen, zum Beispiel wenn von den ganzen Stunden, die wir haben. Und was sind eure Lieblingsbücher hier so? Also meine Lieblingsbücher hier sind Pferdebücher und Hundebücher mit Tieren und ja. Also eher so die Tierbücher. Ja. Und wie ist bei dir? Ich mag eher solche Bücher, wo was passiert, zum Beispiel so ein Fall lösen oder so. Okay, hört sich ja interessant an. Danke für das Interview und viel Spaß noch. In der Mittagspause wird die Bibliothek gut besucht. Und jetzt schauen wir uns mal um. An meiner Seite ist die Frau Heine. Was machen Sie da gerade? Ein junger Leser hat sich eine DVD ausgeliehen. Und die, da nehme ich den Zettel raus, damit ich genau einen Überblick habe, wer sich wann eine DVD ausgeliehen hat. Und da wird er gestempelt. Die DVD darf für eine Woche ausgeliehen werden. Und dann kann er sie erstmal mitnehmen. Und in einer Woche, also nächsten Donnerstag, muss er wiederkommen und die abgeben. Und die Bücher, die dürfen 4 Wochen ausgeliehen werden. Falls einer das nicht schafft, in 4 Wochen das Buch durchzulesen, kann er gerne herkommen oder anrufen und sagen, er möchte die Ausgabezeit verlängern lassen. Wie viele Bücher haben Sie circa? Na, ich würde sagen, vielleicht bei 1000 Stück, aber es können auch durchaus mehr sein.
Aber es beschränkt sich eben nicht nur auf Kinderbücher, sondern auch hier Sachbücher und Bücher für Erwachsene. Kommen viele Leute und Erwachsene zu Ihnen? Manchmal 12, 15 Personen pro Ausgabetag. Dann kommen noch die Kinder, die gerne sich DVDs ausleihen, weil sie nicht so gerne lesen vielleicht. Oder Film gucken macht mehr Spaß als lesen. Ist nicht so anstrengend vielleicht für manche einen. Und wie finden Sie die Bibliothek so an sich? Finde ich gut. Ist ein schöner, großer Raum. Und wenn man das mit der alten Bibliothek vergleicht, ist die Bibliothek gut gelegen. Die ist im Zentrum von Bad Klein. Für die Kinder, für die Schüler ist es hier günstig. Sie können in der Pausenzeit mal schnell reingucken, vielleicht sich ein neues Buch holen oder sich nur aufhalten, hinsetzen und ein bisschen in den Büchern schnückern. Okay, danke für das Interview. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Danke. Das war mein Beitrag aus der Bibliothek im Bad Klein. An der Kamera ist Polina. Damit gebe ich zurück in die Redaktion. Hallo und herzlich willkommen aus dem Kindergarten im Bad Klein. An der Kamera ist Julia, Lara und Polina. Produzent ist Julia Mannero. Und jetzt kommt unser Beitrag. Hier an meiner Seite habe ich die Daria und ich hatte eine Frage an ihr. Und zwar, wie findest du es hier im Kindergarten? Schön. Was magst du am liebsten hier? Schaukeln. Am 29. August war es soweit. Wir eröffneten unseren Kita-Neubau. Dort finden insgesamt 24 Krippenkinder ein neues Kita zu Hause. Die Eltern sind froh und glücklich, dass sie ihre Kinder hier jetzt unterbringen können, unsere vielen Kinder unterzubringen. Und durch den Neubau ist es uns gelungen, dass nun die Eltern getrost zur Arbeit gehen können, ihrer Arbeit nachgehen können und wir ihre Kinder in der Kita Bad Klein betreuen. Das ist das Piratenhaus. In Hort, und das ist auch sehr schön. Die Schaukel ist zum Beispiel gut. Und die Rutsche da hinten. Das kann man gut. Also wir spielen so öfters bei der Rutsche Fange. Einfach immer mit Skiern runtergerutscht. Und das war auch schön. Und mit den Skiern sind wir auch die Rutsche runtergerutscht. Das war richtig schnell. Da sind wir hochgeflogen. Und die Nestschaukel ist auch schön. Und die Fahrzeuge. Wir haben für die Finanzierung dieses Neubaus gab es Fördergelder. Die Fördergelder wurden vom Innenminister Herrn Kavier überreicht. Und den Rest, der für so einen Riesenbau notwendig war, hat die Gemeinde Bad Klein zugesteuert. Vor seinem Baubeginn ist eingegangen. Wir haben auch keine Konfliktflächen, die manchmal so ungewollt eintreten. Die ganze Maßnahme soll 837.000 Euro kosten. Davon sind 657 förderfähige Kosten, 493 gibt es Sonderbedarfsleistung. Im Alltag bin ich ja für viele Aufgaben als Innenminister zuständig, sowohl die Polizei, für die kommunale Entwicklung, für die Gemeinde und Städte. Also ich kann mich über Arbeit nicht beklagen und insofern ist das heute auch ein sehr angenehmer Termin für mich. Ich bedanke mich. Ich würde mal sagen, den haben Sie ja immer was zu tun. Wir werden jetzt ein Lied singen, aber eigentlich brauchen wir dazu noch einen Jungen. Ja. Mana. Oh, hallo, hast du Lust, mit uns zusammen ein Lied zu singen? Männer. Weißt du, was das heißen soll? Ist das ein Lied? Was wünscht ihr euch in dem neuen Haus? Was soll da rein? Die Krippenkinder.
die Krippenkinder. Bei mir stehen aber nur die Großen rein. Das machen wir nur. Okay. Wünsche euch was. Viel Spaß. Ja, vielen Dank. Danke. Die Bauarbeiten, also in der Kita Bad Klein, liefen hervorragend. Es gab überhaupt gar keine Vorkommnisse. Zuletzt dem auch geschuldet, dass die Bauleitung von Frau Kästner aus dem Ingenieurbüro in Wismar eine hervorragende Arbeit geleistet hat. Ja. Sind wir damit drauf? Ja, nicht. Wir sind am Ende unserer heutigen Sendung. Wir hoffen, es war etwas Informatives für Sie dabei. Ich wünsche Ihnen eine angenehme und eine erfolgreiche Zeit. Bleiben Sie gesund und schalten Sie zu unserer nächsten Sendung ab dem 22. September 2018 wieder ein. Sie wissen doch, vom Sonnabend bis zum darauffolgenden Sonnabend sind wir auf diesem Kanal laufend zu sehen. Die Moderation zu dieser Sendung hatte ich, Leonie Kastaun. Ihr Lokalfernsehteam, der Arbeitsgemeinschaft Fernsehen, der Regionalen Schule am Schweriner See in Bad Klein. In der nächsten Woche ist an meinem Platz Lara. Und tschüss, Ihre Leonie. Wir in das Kleine.